Ach, ich glaube, ich gehe jetzt doch in die Höhle runter. Nee, da müssen wir durchs Haus. Weil irgendwie reizt mich das jetzt doch schon. Da brauche ich noch ein paar mehr Fackeln, würde ich sagen. Na, da haben wir noch 10 Kohle drin. Naja, ein bisschen Holz haben wir noch. Mache ich mal die Dinger draus. Und ein bisschen Kohle sammeln wir da unten ja sowieso. Spitzhacken. Naja, da würde ich sagen, da mache ich mir noch eine. Aus Eisen. Und dann schaffe ich hier erstmal noch ein bisschen Platz. Nee, hier. Naja, da passt jetzt auch nicht wirklich viel rein. Ja. Brot füllt das auch Hungerpunkte auf, wahrscheinlich schon, oder? Das nehme ich einfach mal mit. Hoppla, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Ja, das hier brauchen wir auf keinen Fall da unten. Das Ding hier nicht, und dann ist die Kiste auch voll. Und dann mache ich mal kurz noch das hier, damit wir uns ein bisschen was zu essen mitnehmen, weil ich will ja die Monster, die Monster anschalten. Ja. So, das hier und den Cobblestone. Ja, da kann ich einen da lassen. Die mache ich raus. Die Erde hier. Den Flintstone. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal runter. Ach so, da haben wir uns noch hochgebaut. Da muss ich irgendwann mal noch Leitern anbringen. Aber naja, das machen wir halt irgendwann. So. Und dann geht's hinab in die Tiefe. Ach so, ich wollte mir noch Schwert. Reicht das? Ja, ach, ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Wenn nicht, dann eben nicht. Ne? Naja. So. Darüber. Und da. Und dann muss ich mal gucken, wo ging's denn da rein? War das hier? Nee, hier war das nicht. Hier war ein Eingang und ich glaube, da oben war ein Eingang, oder? Da haben wir, glaube ich, die Höhle entdeckt hier rüber. Oder? Ja, das könnte. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ausgeleuchtet. War da gerade ein Huhn? Ich mag hier keine Hühner. Naja, mal darauf. Und da ist, glaube ich, die Höhle, oder? Jawohl, ja. Dann warte ich, glaube ich, jetzt feige wie ich bin, doch mal kurz noch mit den Monstern, bis wir da mal unten sind. Und dann mache ich mir, wie mache ich denn das? Hier mal eine. Mache ich das mal so, dass wir wissen, da ist der Ausgang. Habe ich mal. Sind wir da. Wie, oh, da sind wir jetzt runtergefallen. Hoppla. Ja. Also da oben ist der Ausgang. Ja gut, ich wollte gerade sagen, da können wir jetzt vielleicht ein paar Leitern anbringen, aber ich habe, glaube ich, nur noch. Ich habe nur noch keine Leitern mehr dabei. Also sparen wir uns das. Und dann leuchte ich hier erstmal so ein bisschen aus. Ach du Schande. Da geht es ja überall noch. Gehen überall noch Gänge ab. Also das ist, glaube ich, hier was Größeres. Ja, dann packe ich mal das Schwert aus. Hier vielleicht erst das Steinschwert, dass wir das mal fertig hier kaputt machen. Und dann gehen wir hier rein. Das ist natürlich falsch. Hier wollte ich natürlich auf easy. Und dann müssen wir jetzt auf der Hut sein. Ich mach mal hier das noch. Ach, was mache ich denn immer? Mach das mal hier noch anders. Die Fackeln mal hier vorne dabei. So.
Und ich mache mir gerade noch welche. So, die reichen erstmal für eine Weile. Na gut, hier haben wir jetzt ausgeleuchtet. Da sind erstmal keine Monster. Da hinten ist Lava. Na gut, da werden dort wohl auch keine Monster jetzt erstmal sein. Da haben wir noch Kohle, die nehmen wir uns gleich mal mit. Hallo? Keine Monster hier unterwegs oder was? Ich höre auch gar nichts irgendwie. Also aus einem anderen Höhlengang oder sowas. Ach, und dann kommen wir hier wieder raus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da hinten in die Richtung. Und dann hauen wir uns da mal die Kohle erstmal raus da hinten. Aber dass hier keine Monster bisher waren, das finde ich irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ich habe die doch eingestellt, oder nicht? Ja doch, hier, easy. Da müssten die doch so langsam mal ganz easy hier angedackelt kommen, oder? Naja, die Monster von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, und das hier noch und zack und zack. So, und dann gehen wir, würde ich sagen, mal da hinten in die Richtung. Dann buddeln wir uns mal hier am Lavasee vorbei. Da könnte uns später auch noch von Nutzen sein, wenn wir ein bisschen Obsidian machen wollen oder sowas. Und da ist Wasser, wollte ich gerade sagen, irgendwo. Ach so, deswegen sind da auch keine Monster, obwohl die können da eigentlich runtergespült werden, oder? Aber das ist gut, dass hier Wasser ist. Wenn wir das nämlich weiterleiten, dann können wir da unten direkt schon Obsidian machen, ohne dass wir da irgendwie... War ich das gerade mit den Schritten? Und ich höre hier immer wieder Hühner. Wo kommen denn die Hühner alle her? Irgendwie machen mir die Hühnergeräusche mehr Angst, als dass da irgendwie hinter der nächsten Ecke eine Zombie-Fratze auftauchen könnte oder sowas. Also ich würde sagen, ich mache hier erstmal den Wasserlauf zu. Wo kommt denn der raus? Hier? Naja, nicht wirklich, ne? Mensch. So, jetzt haben wir es aber hier, oder? Hallo? So, jetzt haben wir, bauen wir hier einfach alles zu. Ja, und hier ist auch Endstation. Deswegen kommen da auch... Da oben drüber muss auch noch Wasser sein. Da grabe ich jetzt nicht rein. Sonst sind wir hier gleich wieder überflutet. Naja, okay, dann gibt es erstmal keine Monster-Action hier. Dann mache ich mir halt erstmal... Mache ich hier erstmal eine kleine Rohstofftour auf dem Rückweg. Also hier aus dem Gang natürlich. Wir bleiben schon noch in der Höhle. Ich habe doch dann noch... Ach, da vorne, da ist noch mehr Zeugs. Noch ein bisschen Kohle hier, ne? Und noch ein bisschen Eisen. So, dann haben wir hier, ach hier ist noch Kohle, die holen wir auch noch mit. Aber wie gesagt, was mich wundert, ist einfach, dass ich auch keine Monster höre. Dass ich auch keine Monster höre. So viel dazu.
Finden wir da hinten dran irgendwo noch eine Höhle. Also ich will hier jetzt auch nicht den Zombie freischaufeln da. So, gehen wir hier mal zurück. Da haben wir jetzt alles ausgebeutet hier. Weil ich würde jetzt einfach gern mal ein paar Monster sehen hier. Da wird es nochmal dunkel. Aber ich glaube, da ging es nur so ein kleines Stückchen rein. Da ist irgendwo ein Skelett. Also ich glaube, da geht es irgendwo noch weiter. Geht es da oben rein? Ach, guck mal. Ja, das haben wir jetzt super hier hingestellt. Boah, der mich gerade erschreckt hier. Dann gehen wir mal in die Offensive hier. Ja, dann gehen wir mal in die Offensive hier. Meine Güte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hat der jetzt das Skelett hier wenigstens mitgenommen? Der sieht so aus, ne? Nein, hat er nicht. Nein, hat er in der Tat nicht. Ich wollte gerade sagen, das war hier eine taktische Meisterleistung. Jetzt leckt mich doch hier am... Ich will es gar nicht sagen, wo... Mann, oh Mann, oh Mann. Naja gut, ich habe es ja herbeigeredet. Ich wollte ja ein bisschen Monster-Action und die haben wir jetzt hier ja gehabt, ne? Da liegen noch ein paar Erfahrungspunkte. Da wird es ja auch wieder spannend hier drin. Oder war es das hier? Ah ne, hier ist Feierabend. Ja, da bin ich ja mal gerade beruhigt. So, dann machen wir hier zur Abwechslung mal doch besser hier noch ein bisschen Eisen. Hauen wir hier mal aus dem Fels raus. Das ist nicht ganz so nervenaufreibend. Und das kann ich jetzt nicht die ganze Zeit gebrauchen. Wo müssen wir eigentlich raus? Wo war denn der Ausgang? Da oben. Das müssen wir uns mal merken. Sieht hier jetzt alles ein bisschen anders nochmal aus, wegen den zwei Creepern, die gerade explodiert sind. So, da war das, ne? Ja. Und da haben wir noch ein Skelett hier. Holland. Stürzen wir uns noch mal in die Dunkelheit. Das hat zwar eben schon nicht wirklich funktioniert, aber diesmal haben wir, glaube ich, Glück. Ja, so leuchte ich hier mal noch aus. Da wollten wir noch den Krempel holen. Und da ist... Ja, meine Güte hier. Okay, dann würde ich sagen, essen wir jetzt erstmal noch was. Hier so ein Schweineding, so ein Schweinelappen da. Dann füllen sich die Herzen auch wieder auf.